Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie ihr seht, ist heute wieder einiges zu tun. Wir werden Aufräumarbeiten bei den Erdbeeren durchführen, einen neuen Cranberry-Strauch sowie Paprika einpflanzen, Kräuter umtopfen und am Ende zeige ich euch noch drei meiner Neuerwerbungen. Das sind etwas ausgefallenere und seltenere Pflanzen, die euch vielleicht interessieren könnten. Wir beginnen also mit den Erdbeeren. Wie ihr seht, hat sich hier ein ganzer Haufen altes, abgestorbenes Laub angesammelt. Dieses habe ich im Herbst noch nicht entfernt, damit es im Winter als Isolier- und Deckschicht für die neuen Triebe der Pflanzen dienen kann. Dadurch bleiben diese geschützt und müssen nicht zum Beispiel mit Stroh abgedeckt werden. Jetzt, wo die Tage wieder wärmer sind, ist es natürlich an der Zeit, all dieses alte Material zu entsorgen und auf den Kompost zu werfen. Die alten Blätter und Äste lassen sich ganz einfach abzupfen, da sie nur mehr ganz lose an den Pflanzen hängen. Ich versuche, die ganze Fläche möglichst sauber zu bekommen, um den neuen Trieben Platz zur Entwicklung zu geben. Damit ihr euch nicht allzu sehr langweilt, überspringen wir den Rest der Arbeit und ich zeige euch das Endergebnis. Sieht doch gleich viel besser aus, oder? Kommen wir nun zum nächsten Topf. Dabei handelt es sich um meine Kräuter, genauer genommen den Oregano. Von den zwei Stöcken hat es einer leider nicht über den Winter geschafft. Bei der anderen Pflanze zeigen sich schon wieder ein paar grüne Blätter. Das stimmt mich zumindest leicht optimistisch. Der verdorrte Stock ist leider überhaupt nicht mehr zu retten, weshalb ich ihn jetzt mit einer Schaufel aussteche und direkt auf den Kompost werfe. Schade darum, aber da kann man einfach nichts dagegen tun. Von der noch lebenden Pflanze versuche ich zu retten, was zu retten ist. Wichtig ist hier, einen Trieb mit halbwegs grünen Blättern und guter Verwurzelung zu finden. Diesen setze ich in einen kleinen Blumentopf und stelle ihn zu den anderen Kräutern ins Gewächshaus. Die Zeit wird zeigen, ob die Aktion erfolgreich war. Ich hoffe, zumindest diesen Ableger noch am Leben erhalten zu können und weiterzubringen. Weiter geht es mit dem Umtopfen des Cranberry-Strauchs. Den habe ich von meinen Verwandten damals zum Geburtstag bekommen und es wird höchste Zeit, ihn in einen größeren Topf zu bringen. Als Pflanzgefäß darf der ehemalige Oregano-Topf wieder herhalten. Ich fülle ihn mit etwas frischer Erde und bereite ein Pflanzloch vor. Da hinein kommt der Strauch und aufgefüllt wird das Ganze mit frischer und nährstoffreicher Komposterde. Das sollte der Pflanze einen möglichst guten Start bringen. Zuletzt kommt der Topf wieder an seinen angestammten Platz neben die Erdbeerpflanzen. Angegossen wird später, wenn alles fertig ist. Wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, habt ihr euch eine kleine Belohnung verdient. Hier seht ihr drei ganz besondere Pflanzen. Die habe ich erst vor kurzem gefunden und konnte einfach nicht widerstehen, musste sie also mit nach Hause nehmen. Hinten rechts seht ihr eine Bromelie, auch bekannt als Hawaii-Ananas. Diese Pflanze ist mehr oder weniger eine Bonsai-Form davon, die Frucht bleibt relativ klein, ist aber, wenn sie ausgereift ist, trotzdem essbar. Der einzige Nachteil dieser Pflanze ist, dass sie sehr wärmeliebend ist, das heißt, ich kann sie niemals nach draußen pflanzen und muss sie in der Wohnung halten. Die beiden Pflanzen im Vordergrund sind schon etwas schwieriger zu erkennen. Könnt ihr erraten, was es ist? Sie sind ebenfalls essbar und stammen aus Japan. Waren das jetzt schon genug Tipps? Ich löse dann mal auf, es handelt sich um Wasabi-Pflanzen. Das ist die perfekte Ergänzung zu meinem eingelegten Ingwer, den ich euch oben in der Infokarte verlinkt habe. Habt ihr daheim auch ausgefallene oder besondere Pflanzen? Schreibt mir doch einfach einen Kommentar und erzählt mir davon. Ich freue mich immer, neue und besondere Arten kennenzulernen. Als letzte Tätigkeit für heute kümmern wir uns um die Paprika. Nein, das sind natürlich nicht die Pflanzen, die wir vor ein paar Wochen gemeinsam pikiert haben. Diese Pflanzen stammen aus einer Aussaat, die ich bereits im Februar angesetzt hatte. Die hatten jetzt genug Zeit, um groß und stark zu werden und einen kräftigen Stamm mit vielen Blättern zu entwickeln. Jetzt sind sie allerdings schon fast zu groß für die kleinen Plastikbecher und müssen unbedingt ins Freiland gesetzt werden. Dafür nehme ich die Pflänzchen vorsichtig aus den Bechern heraus und lege sie auf eine Unterlage. Aber Moment, irgendwas ist an dieser einen Pflanze seltsam. Das kann doch unmöglich ein Paprika sein. Naja, warten wir es einfach mal ab und sehen nachher, ob wir herausfinden, was das sein könnte. Nachdem alle Pflanzen aus den Bechern befreit wurden, ist es an der Zeit, das Beet vorzubereiten. Ich habe hier im Vorfeld natürlich schon umgegraben und die Erde gelockert, sowie die Erdoberfläche wieder halbwegs begradigt. Geplant ist,
4 Sorten Paprikastauden einzusetzen, und zwar jeweils 2 Pflanzen pro Sorte. Und auch das geht wieder ganz einfach. Pflanzloch graben, Paprikapflanze hineinstellen, mit Erde auffüllen und leicht andrücken. Gegossen wird, wie schon bei den Cranberries erwähnt, ganz am Ende, wenn alle Pflanzen eingesetzt sind. In diesem Beet übernimmt das glücklicherweise die automatische Bewässerungsanlage. Das spart mir Zeit und Arbeit. Auch für den letzten, etwas seltsamen Kandidaten ist ein Pflanzloch vorbereitet. Hier funktioniert das genau gleich. Pflänzchen hinein, Erde drumherum, andrücken, fertig. Und ihr wollt jetzt ganz sicher wissen, was das für eine Pflanze ist. Nun ja, schaut mal genau hin, dann löse ich es auf. Es handelt sich hierbei um eine Tabakpflanze. Die ist theoretisch rauchbar, ich bin aber nicht Raucher und deswegen dient sie bei mir nur als Zierpflanze. Damit möchte ich mich für heute von euch verabschieden. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt natürlich auch gerne den Kanal kostenlos abonnieren, indem ihr ganz unten auf den Abonnieren-Knopf drückt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden und verpasst keines der Videos. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal.